Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Frontiers, mein Lieben. Die erste Folge am Livestream-Montag und wir können anfangen, ne? Heute mit dabei der Lukas und der Dominik in meinem Team. Hallo. Hallo. Der Dietmar ist heute nicht dabei. So. Ja. Wir hatten jetzt, was hatten wir für eine Idee? Den LKW zu holen. Das Ding ist, hier ist zum Beispiel, ich stehe noch genau neben der riesengroßen Fichte. Die kann noch, oder was das immer, Kieferfichte, was weiß ich. Die kann noch um. Dann haben wir ja am Waldesrand gegenüber vom Rübenfeld, da müssen wir gucken, dass wir nicht zu viel Schaden am Feld machen. Dann ist hier vorne sind noch Fichten, dass du erstmal noch ein paar Nadelbäume umknallst. Und dann gibst du den zurück und wir holen den LKW. Und dann fahren wir zusammen Holz ab. Die können wir ja weiterhin erstmal noch hier rein. Nein, bei mir, dann sind die ja schon mal weg. Ja. Ja. Wobei, man hätte auch sagen können, dass wir dann für den LKW die Stämme auf 8 Meter schneiden. Das ist ja deutlich länger, ne? Ja. Aber das hier, ja, in der Zeit, wo ich nicht da bin, wo ich wegbringe, kann er ja lange machen. Genau. Und düngen müssen wir auch noch, ne? Haben wir schon. Die Mission noch. Die Mission, ja. Also, was will ich jetzt machen, Dominik? Vollernter oder willst du Trecker fahren? Mir ist egal. Ist auch egal, warte mal schnell. Scheiße, was ist mit ihm? Mann. Dann müssen wir mal gucken, wo hier noch. Ich glaube, hier können wir erstmal nichts machen. Viel zu teuer in der Miete, oder? Der LKW, das. Ja, ja, der ist schon teuer, da hast du recht. Aber damit sind wir halt auch schnell hinhergefahren. Das Rücke-Ding wird auch nicht billig sein und das kostet auf jeden Fall. Das fährt nur 20. Guck mal, ob du die umliegen kannst. Los. Ich fahr damit erstmal. Wird auch schon wieder dunkel fast, oder? Ja. Gut, die Silage da im Silo hast du ja erst zugemacht, kurz vor Schluss, ne? Ja. Du darfst diesen Baum nicht fällen. Ja. Guck mal, ob der hinter dir, ob die dahinter sind, musst du. Was hilft denn da, wenn der vorne so weg ist? Lass mal schnell auf der Map schauen. Frontgewicht? Wenn der Traktor wegdreht, hilft dann Frontgewicht? Ja, könnte sein. Oh nein, kipp nicht um. Umgekippt? Aber macht ja nichts, selber einen Arm dran. Bin das schon gewöhnt. Also Dominik, wenn dann nur da vorne noch die Bäume über dem Feld. Ja. Also rechts, da, also da gar nichts, wo wir jetzt gerade stehen. Wenn dann da vorne, wo die ganzen Stämme liegen. Oh, so. Digga, dieser kleine Kackbaum macht jetzt die Auge. So laut Map zumindest. Genau, heute ist Lukas und Dominik bei mir. Dann guck mal hier drüben. Also ich meine, da müssen wir erstmal aufräumen, da hinten. Guck mal auf dieser Seite, ob die hier welche... Das könnte gehen, ja. Kran nach vorne geht nicht. Ich kann den Kran nicht nach vorne drehen. Denkt mein Spiel gerade kurz. Ja, das ist da oben ab und zu mal so. War tatsächlich wegen der Kamera, aber falsche Taste. Ach so, ja, wenn du zum ersten Mal C drückst, ne? Na genau. Dieser Baumtyp wird nicht unterstützt. Naja, ist ein Laubbaum. Versuch mal den hier. Der welcher? Der da. Ja, das ist eine Kiefer. Was da? Was steckt da? Du darfst diesen Baum nicht fällen.
Bist du in unserem Hof? Ja. Hast du Helfer und alles? Ja, müsste ich eigentlich. Eigentlich habe ich das ja automatisch nicht mehr. Probier jetzt mal. Jetzt geht's. Junge, warum ziehst du dich denn heute so hier rüber? Warte, Lukas, noch nichts machen. Fahr rückwärts her. Ich stehe genauso passend, dass du schon rückwärts herfahren kannst. Musst du mal ein Stück höher? Ah ne, warte da. Muss halt relativ parallel da drunter stehen. Ja. Warum hat er sich denn so? Muss man so nah an diesen Scheißcontainer? 4 Meter, oder? 6, oder? Waren es nicht 6? Probieren wir mit erstmal einen mit 4. Säge. Warte, warte, jetzt. Ja, 4. Ja, das lass mal. Fahr noch einen kleinen Ticken rückwärts. Ja. Ob. Das wird nicht mehr. Doch, du musst noch mal ein Stück zu dir ziehen. Ja. Zählen da auch die Wälder dazu? Man könnte ja. Kann ich erstmal wegfahren. Bäume gleich ja. Was war nochmal das genau das Ziel? Die Mitte zu erreichen. Und da das letzte Feld zu kaufen. Genau, Bäume fällen ist die Zwischenbeschäftigung, bis das Feld reif ist. Jetzt, solange er weg ist, kannst du halt volle Länge schneiden, ne, für den LKW nachher. So, okay. Soll ich quasi schon. Ja, ja. Bis er wieder da ist, volle Länge schneiden. Was ist da eine miese Kante im Feld? Und Felder dürftet ihr nur kaufen, wenn die einen angrenzen und so ist es ja. Felder müssen an einen schon bereits im Besitz liegenden Feld angrenzen. 3000 für den ganzen Wagen oder was? Nee, die Hälfte. Das ein bisschen mehr als die Hälfte. Gut. Der Trigger ist irgendwie nicht so riesig. Nee, Mann, der ist richtig klein. Ich hab auch gerade Probleme gehabt, meinen Scheiß loszuwerden. René schenkt ein Sub an Trukik. Vielen Dank, mein Lieber, und Glückwunsch an dich, Trukik. So. Ach, was? Wir müssen bei den Preisen auch bedenken, wir spielen auch schwer, ne? 4000 für so einen Anhänger voll ist schon gar nicht so verkehrt, glaube ich. Lang die Dinger, die er hier geschnitten hat. Ah. Nein, jetzt hängt er in der Zage. Der Runge.
Wisst ihr, wenn man sich was, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Produktion oder so kauft und die wieder verkauft, macht man da Verlust? Die Hälfte, glaube ich, ja. Also man kriegt nur noch die Hälfte zurück. Das müsste wie beim Gebäude sein. Ja. Wieso? Kann man nicht so einen Verkaufspunkt einfach hier hinsetzen für das Holz und dann... Gibt's denn den Verkaufspunkt? Das war ein Mod, meiner Meinung nach. Warte kurz. Gucke gleich. Wobei, das ist eigentlich... Ja gut, dann könnte der Vollernter direkt hin und den reinbloppen lassen, ne? Zum Beispiel, ja gut, du musst halt nicht mehr so weit fahren. Ja, das Fahren ist ja aber das geringste Passt, Problem. Oder? Ja. Da noch hin? Ich glaube nicht, ja. Was will ich jetzt? Er will sich nicht drehen, die Sau. Schon noch passen, passt. Das Ding kostet 1000. Was denn? Die verkaufe alles Container. Fahrst du noch ein Stück vor? Ja, dann. Aber. Ja, ja. Das war nur ein Vorschlag. Ja, also 1000 ist jetzt nix, ne? Genau, Drewkick, hast nichts zu tun, Mann. Und Freezy muss in der Kinderaufführung versauern. Also, das hier überhaupt keinen Bock drauf. Ja, dann setz den Container auf dem Hof. Irgendwo, dass es einigermaßen schön aussieht auch. Warte mal, ich muss nur kurz das Regelwerk checken. Vielleicht. Der hängt jetzt zwischen den beiden, ne? Ja, total bescheuert. Richtig blöd. Steht, glaube ich, nichts drin. Muss nur eine Baufläche platzieren. Ja, da haben wir ja Baufläche. Dann könntest du auch theoretisch einfach noch eine Poltergabel kaufen und einfach die mit dem Frontlager reinschmeißen. Ja, mach das. Das ist so hervorragend. Aber kriegen wir da das gleiche Geld? Ja, ne? Ja, warum nicht? Wie wäre es mit dem Rungenanhänger mit Dolly? Ja, den brauchen wir dann gar nicht mehr, wenn wir den Verkaufspunkt hier haben, weil dann fährt er mit dem Vollernter am Baum und zerteilt den, fährt den bis zum Container und sägt den direkt da rein. Da können wir gleich mal testen, welche Länge am meisten bringt. Dann verkaufen wir einen 4 Meter Stamm, dann verkaufen wir die nächste Größe und dann sehen wir mal, was es bringt. Müsste es wahrscheinlich noch ein Stück nach rechts von dir aus gesehen, Dominik. Ey, der steht zu schräg, der müsste... Na, der steht, ja, deswegen, ja, weil er so weit noch rechts... Ja, warte, ich kauf den eben. Du hast ihn noch nicht gekauft, ne? Nee. Aber, soweit ich weiß, müsste es im 22er das Holz nach Liter verkaufen. Also, da macht Länge tatsächlich, glaube ich, nicht viel aus. Hm. Wo ist denn dieses Verkauf-alles-Ding? Bei Verkaufspunkte und ganz hinten. Ach ja. Der kostet 1000, ja. Ja, okay. Also bei mir kostet... Wie ist denn das mit dem Baum? Wenn ich den platzieren will, kostet er 44.000. Hä? 50.000. Hier kostet er 1000. Hä? Was ist denn das? Guck mal bei mir im Stream. Hier im Wald kostet er 8. Hier kostet er 1000. Moment, ich muss kurz Werbung gucken. Ja, die Anfangswerbung kann ich ausschalten. Drück mal V.
Ah, krass. Was ist denn dieser freie Modus? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich habe jetzt V gedrückt, es kostet nur 1000, aber ich hätte halt gerne Vorschau gesehen, wie das Ding aussieht. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich den hin platzieren soll. Ich platziere ihn hier. Ich platziere ihn jetzt einfach mal. Ja, scheiße, ich weiß nicht wie. Warte mal. Ich sehe keine Vorschau. Eigentlich würde ich ihn gerne hinterlegen. Gut, packen doch einfach mitten drauf. Wir verkaufen den noch eh irgendwo, oder nicht? Ja. Pass auf, das Ding nicht komplett im Boden steckt. Kann man Gebäude anheben im Baumodus? Weiß ich nicht. Es kann sein, dass es jetzt komplett im Boden steckt, ne? Ich sehe noch nicht. Hä? Ist keine Ahnung, was mit dem Ding ist. Wo hast du denn jetzt hingepackt? Hinten am Waldrand. Du siehst ihn auch auf der Map, aber halt, da ist nichts. Kannst du mal versuchen, da was zu verkaufen? Was siehst du? Triggert der? Hier ist nichts. Lad gerade nicht so geil irgendwie. Ja, dann verkaufen wir wieder. Vielleicht ist der ja nicht so. Oder warte, mach du weiter, ich verkaufe. Ja. Was machst denn du? Entlastest du schon den Laubbau? Jo. Oder willst du wieder bloß 44 dran verdienen? Ich hätte dich jetzt für eine sinnvolle Arbeit gehalten, bevor ich jetzt rumstehe oder irgendwo sinnlos Bäume in die Gegend rumwerf. Und nur im Weg liegen. Digga, Stamm, Mann, Mann, Mann. Direkt am Trigger schneiden, den Laubbaum. So, das wäre natürlich auch eine Idee. Aber es ist halt eine absolute Qual, den Laubbaum dahin zu bekommen. Vielleicht nachher beim LKW, vielleicht geht das besser, aber mit dem Ding hier einen Laubbaum dahin zu zerren, da brauchst du eine ganze Folge unterwegs. Das können die zwei Trecker dir? Ja. Na, dann können wir doch auf einen Frontlader draufbauen, oder? Wir haben einen Frontlader. Dem musst du mal alles easy gehen, dass du den Baum irgendwie normalerweise hinschiebst. Muss er dann anheben, einfach nur schieben dann. Ich vermute, dieser Verkaufspunkt liegt irgendwo auf dem Grund. Der Map? Kann ihn nicht verkaufen. Geil, hat er nur einen Teuer gekostet. Ja. Hallo! Hallo. Hallo. Na, alles klar bei euch? Ja, ja, alles klar und selbst. Ich wollte noch mal ganz kurz eine Frage stellen. Und zwar, wenn ihr Getreide erntet, ja. Wäre es für euch eventuell lukrativ, wenn ihr mal bei mir nachfragt wegen Ankauf? Ihr wisst ja, ich habe ja die Mühle. Ja. Und würde Getreide ankaufen und würde euch versuchen, den besten Preis zu machen. Also den besten VK-Preis. Ja, sicher, wenn es soweit ist. Ja, also wenn ihr da noch ein bisschen mehr Plus machen wollt, dann könnt ihr ja einfach mal bei mir durchklingeln und dann machen wir einen schönen Preis. Machen wir so. Alles klar, ich danke euch. Jo, bis dann, ciao.
Ja, stopp. So, meine Lieben, das war's wieder für die erste Folge heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen vorbei. In der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis morgen. Ciao.